Liebe Zuschauer, ein Name ging durch die Gazetten. Eine Stadt, Riedberg, Kreis Gütersloh, wurde bekannt durch Sabine Goller. Sabine Goller ist Gastwirtin aus Leidenschaft und es ist schön, dass sie heute bei Hallo Meinung ein Interview gibt. Hallo Sabine, grüß dich. Ja, hallo Peter, grüß dich auch. Und hallo liebe Zuschauer. Sabine, dir ist etwas widerfahren, wo man zunächst mal sagt, gibt es das in einem freiheitlich-demokratischen Land? Wir wissen ja alle, dass wir seit über einem Jahr, wir haben selber Betriebe verpachtet, dass die Hotelbetriebe und dass die Gastwirtschaft leidet. Sie leidet sehr. Und sind Dinge nicht zu verstehen, dass man sagt, bei schönem Wetter die Außengastronomie genauso geschlossen. Und dann hast du Überlegungen getroffen. Bitte erzähl es den Zuschauern. Ja, wir haben also lange überlegt, was wir tun können, weil es werden ja bei uns auch in der Stadt Festivals organisiert, unter Hygienevorschriften. Wir haben Hygienevorschriften und wir dürfen nicht öffnen. Jetzt gab es ja ganz viele Aktionen, wie Tische vor die Rathäuser stellen und wie auch immer, aber man wird nicht gehört. Und so haben wir gesagt, wir müssen jetzt ein Zeichen setzen. Wir machen also auf am 1. April, schönes Wetter draußen, unter Hygienevorschriften ganz klar. Und machen den Biergarten auf und schauen einfach mal, was passiert. Jawohl, das kann man sagen. Und ich muss die Zuschauer noch unterrichten. Sabine Goller ist seit 24 Jahren, betreibt sie Gastronomie. Sie ist also nicht neu in dem Geschäft. Sie kennt sich aus und sie macht es aus Leidenschaft. Du bist also, Sabine, und das muss nochmal deutlich gesagt werden, weil ja immer Menschen, die dagegen etwas sagen, die werden ja immer in eine Ecke gerückt. Darum geht es hier überhaupt nicht. Hier geht es nicht um irgendwelche politische Richtungen. Hier geht es um Existenzen und nicht irgendwelche politischen Richtungen. Und dass du sagst, nein, dieses Virus gibt es nicht und das ist vom bösen Gates erfunden und. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man zielgerichtete Maßnahmen einsetzt, die dir ein Geschäft und ein Überleben ermöglichen. So sieht's aus und weil es so widersinnig ist, ne? Es gibt so viele widersprüchliche Dinge. Ich darf im Flugzeug mit fremden Leuten meinen Kaffee trinken, ohne irgendwelche Maßnahmen. Es darf das To-Go-Geschäft in der Stadt überall auf geschlossenen Biergärten, sieht man ja überall bei schönem Wetter, darf es verzehrt werden. Und wenn wir denn sagen, Mensch, im privaten Raum wird sich angesteckt oder bei solchen Aktionen, ja, warum dürfen wir dann nicht mit hygienischen Vorschriften öffnen? Man nimmt uns, ja, ich darf meinen Beruf nicht ausüben. Und das ist vom Grundgesetz her das Recht auf Arbeit und Gewerbefreiheit. So. Das ist uns, so ist es geregelt. Jetzt hast du ja gesagt, und da muss ich auch nochmal sagen, liebe Zuschauer, Frau Goller, geht es nicht darum. Und wir haben übrigens vorher uns auf du geeinigt. Nicht, dass wieder jemand sagt, warum duzt du die Frau? Sondern wir haben uns vorher darauf geeinigt. Sabine, ich hoffe, du kannst das bestätigen, dass das so ist. Ja. Ne? Es geht nicht darum, Frau Goller und Sabine Goller hat gesagt, um die Ecke ist ein Italiener, der verkauft Eis und nachher setzen die sich zu mir in den Biergarten. Es dreht sich nicht um den Italiener. Es dreht sich nicht um Spaltung von chinesischen Restaurants, italienischen, spanischen, türkischen. Darum geht es nicht. Es dreht sich rein darum, um zu sagen, denkt doch mal nach, wenn solche Maßnahmen sind. Aber Sabine, dann hast du aufgemacht und dann ging es eigentlich richtig los, ne? Dann ging es los. Also wir haben im Netz aufgerufen, dass wir um 11 Uhr aufmachen unter Hygieneregeln und unser Essen im Biergarten verkaufen. Dann kam um 14 Uhr das Ordnungsamt, eine sehr nett und der andere unterirdisch, und hat uns gebeten zu schließen. Dann haben wir gesagt, nein, wir schließen jetzt nicht. Gibt es ein Bußgeld, wenn wir jetzt schließen? Ja, natürlich, ja, dann bleibt es auch offen, um auch ein Zeichen zu setzen. Dann sind die auch wieder gegangen, sind auch durch den Biergarten gegangen und haben gesehen, dass das alles friedlich mit Riedberger Bürgern abläuft, also keine Demonstration oder sonst irgendwas. Das Gleiche ist passiert um 16 Uhr. Ich muss dazu sagen, um 16 Uhr war die ganze Stadt schon umzingelt von Polizisten. Die haben also auf ihren Einsatz gewartet. Und wir haben auch gesagt, wir schließen um 17 Uhr, weil dann wird das Wetter schlechter, dann wird es kalt. Und um 16.30 Uhr sind dann 14 Polizisten einmarschiert, von vorne und von hinten, mit 4 Leuten vom Ordnungsamt, Rechtsbeistand von der Stadt und auch dem Bürgermeister. Und kein freundliches Wort und wir waren friedlich. Und wir haben immer gesagt, Mensch, es geht hier um eine Sache, es geht hier nicht um irgendwas Persönliches. Und dann hat man die Gäste aufgeschrieben, dann hat man hat unser Sohn gefilmt. Man hat ihm dreimal gesagt, er möchte bitte aufhören. Dann hat er aufgehört, hat das Handy in die Tasche gesteckt und
Dann sind aber sofort ohne Aufruf, bitte gib das Handy her oder irgendwas, hat man ihn an die Garage gestellt mit 4 Polizisten, hat ihm das Handy entwendet. Er hat dann gleichzeitig auch vom Telefon meines Mannes beim Rechtsanwalt angerufen. Der hat auch gesagt, das ist gar nicht erlaubt, hat er auch darauf hingewiesen. Aber das Handy ist nach wie vor bei der Kriminalpolizei, warum auch immer. Das hat man als Widerstand von der Polizei deklariert, dass er Widerstand geleistet hätte. Nein, er hat gefilmt. Mehr hat er nicht getan. Man hat auch versucht, meinem Mann das Handy wegzunehmen, der schwer krank ist und nicht ganz so gut auf die Beine ist. Da bin ich dann dazwischen gegangen, habe die Aufnahmen gezeigt und es waren definitiv nur private Aufnahmen. Ja. Und dann hat man halt den Biergarten mitgenommen, weil, wie gesagt, würden am nächsten Tag wieder öffnen. Ich hatte zwar gesagt, am nächsten Tag ist schlechtes Wetter, da lohnt sich kein Biergartengeschäft, also alles gut. Ja, aber dann kamen zwei Sprinter vom Bauhof und haben dann halt unsere Bestuhlung mitgenommen und Tische. Um da kurz zu rekonstruieren, ich komme dann auf das Thema Handy. Das ist euer gepachtetes Grundstück dort. So sieht's aus, ja. Das sind eure Möbel. Ja. Gefahr im Verzug, total lächerlich. Wo man sagt, Gefahr im Verzug, wir müssen das Mobiliar mitnehmen als Beweisstück, totaler Blödsinn. Sabine, jetzt mal ehrlich, ich bin jetzt 39 Jahre selbstständig. Wir haben Betriebe verpachtet. Sag mal, was macht es mit dir an Gedanken, wenn du sagst, wie wird denn eigentlich mit mir umgegangen? Ich bin Geschäftsfrau, ich bemühe mich, mein Leben, meine Existenz aufrechtzuerhalten. Ich tue Dinge, um Menschen aufmerksam zu machen. Und dann wird mit dieser Härte und mit dieser Brutalität und übrigens auch mit Maßnahmen, das Telefon zu beschlagnahmen, das ist das Recht auf das Bild und zur Dokumentation der Beweissicherung. Das ist ein Aspekt, der ist hier überhaupt nicht erwähnt worden. Aber fühlst du dich irgendwo, dass du sagst, ich fühle mich da hilflos und sage, das kann doch nicht wahr sein? Ja, man ist total hilflos. Was soll man machen? Wie soll man gegen diese hanebüchenen Gesetzgebung angehen, wenn man mit so einem Aufstand ja bedroht wird? Also ich fühle mich bedroht. Weil früher ging es ja auch. Mensch, bist du zum Einsatz gefahren? Da sind zwei Polizisten hingegangen und wenn Gefahr im Verzug ist, dann hast du Verstärkung gerufen. Ja, die standen ja auch alle parat. Man hätte ja Verstärkung rufen können. Aber das Ordnungsamt hat sich ja auch zweimal davon ja, hat zweimal gesehen, dass da alles friedliche Menschen sitzen. Ja, die sitzen mit Abstand, Corona-konform an den Tischen und ja, keine Gefahr. Also Die Menschen, die unfassbar jetzt, finde ich das, unfassbar. es ist, man muss es erstmal verarbeiten und sagt, wir leben im Jahr 2021, wir bezeichnen uns als freiheitlich-demokratisches Land. Und weißt du, was das Schlimme ist? Dass nur 25% der Infektionen bekannt sind, wo sie herkommen. Und Mobilitätsforscher sagen, sie finden nicht im Freien statt. Das sind nur Promilleanteile. Weißt du, die Menschen fragen sich ja auch, wenn ich in eine Supermarktkette zum Einkaufen gehe, da habe ich auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern sind 400 Leute drin. Das stellt keine Gefahrenmomente dar. Und wenn ich im Freien bin, das sind Gefahrenmomente. Sind denn die Personalien der Gäste festgehalten worden? Sind festgehalten worden. Wir hatten den Gästen auch vorher gesagt, dass also wahrscheinlich gleich die Polizei kommt, weil sie stehen schon überall in der Stadt. Da hatten uns andere Gäste darauf aufmerksam gemacht. Aber die haben gesagt, nein, wir bleiben hier sitzen, wir machen hier nichts Verbotenes. Finde ich klasse. Und wenn wir solche Berichterstattungen machen, dann machen wir das, um anderen Menschen zu sagen, merkt bitte, es nützt nichts, wenn wir sitzen bleiben. Wenn wir weiter zuschauen, weiter zuschauen. Schau, für mich auch als Unternehmer, wir stehen jetzt irgendwo davor, dass die Leute dann am kommenden Montag, den 12. sagen, jetzt wollen wir noch mal 3 Wochen einen harten Lockdown. Was kommt danach? Und es sind ja keine Perspektiven da. Und es ist ja insgesamt gesehen, ist es so, dass wir immer noch sagen müssen, es muss andere Wege geben, außer dass ich Kollateralschäden, Existenzen zerstöre. Sabine, es ist der Bereich der Gastronomie, Hotel, es ist der Bereich des Einzelhandels. Der geht ja total kaputt. Das sind ja irreparable Schäden, die entstehen, von Existenzen, wo du sagst, du machst 24 Jahre dein Geschäft und jetzt wirst du im Grunde genommen als kriminell gebrandmarkt. Und das kann nicht sein. Und ich muss dir ein Kompliment aussprechen, Menschen wie du
die das nicht aus Eigenzweck machen, sondern die sagen, bitte wacht auf. Und da würde ich dich bitten, Sabine, wenn du an alle Gewerbetreibenden einfach mal einen Appell raushaust und sagst, lass uns gemeinsam was machen. Ich bin ja auch mit dabei. Ja, das würde ich mir wünschen, dass jeder aufsteht für seine Rechte, weil wenn wir jetzt nichts tun, wir haben Ende des Jahres nichts mehr. Für die Gastronomie ist das Jahr gelaufen, bis wir wieder aufmachen nach dem nächsten harten Lockdown, ist der Sommer fast vorbei und dann fahren wir wieder runter, weil die nächste Welle kommt oder wie auch immer im Herbst. Also für die Gastronomie, die hat es eigentlich schon geschafft. Und ich sehe das auch in unserer Stadt. Mensch, wir haben kleine Läden. Wie ist denn die Realität? Da sind doch 4 Leute im Höchstfall zusammen drin. Die kann ich doch wunderbar überwachen. Aber in diesem großen Konzern sind 1000, ja, im Supermarkt, wo ich dann auch Schuhe kaufen kann. Und ich kann einfach nicht verstehen, dass die Leute nicht aufstehen. Und das hat nichts mit rechts, links, geradeaus zu tun, sondern hat was zu tun mit meinem Recht. Ich möchte meinen Beruf ausüben. Und so sollte eigentlich jeder, dass man solidarisch zusammen irgendwas bewirkt. Und man soll ja auch nicht gegen Gesetze verstoßen, aber dass man sinnige Gesetze aufstellt, dass man sagt, Mensch, wir brauchen jetzt sinnvolle Maßnahmen. Wenn du dir bitte überlegst, am gestrigen 7. April 2021 hat der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt gesagt, die Politik ist bei den Corona-Maßnahmen im Blindflug. Wir brauchen wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir im Augenblick noch nicht so haben, um die Maßnahmen zu rechtfertigen. Und das ist genau der Aspekt, wo man sagt, es kann nicht sein, dass, sagen wir mal, 100 Leute über 83 Millionen Menschen entscheiden. Hier brauchen wir eine Vielzahl von Menschen. Hier müssen Gewerbetreibende mit an den Tisch, Soziologen müssen mit an den Tisch und nicht, dass wir sagen, dieses Land wird von Epidemiologen und Virologen bestimmt. Das kann es nicht sein. Denn nochmal, die Schäden, Sabine, und wir spüren das, die Schäden sind so groß, nicht nur existenzieller Natur, sondern auch, dass die Menschen krank werden. Sie werden tatsächlich krank. Diese Isolation für Kinder, für Menschen mittleren Alters, für alte Menschen, die Isolation macht krank. Und dass die Menschen ihren Beruf oder ihr Gewerbe nicht ausüben dürfen, macht sie schier verrückt. Ja, wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, also von überall her. Ob es vom Schwarzwald ist, vom Tegernsee, wir haben Anrufe von anderen Gastronomen bekommen, Hotel. Und ganz viele haben auch geschrieben, dass sie also psychisch total drunter leiden. 2 waren dabei, wo die Freunde sich das Leben genommen haben. Das sieht man alles gar nicht mehr. Man sieht, also und auch diese Spaltung, die dadurch erst entsteht. Wir haben also ganz, ganz viel Positives, aber wir haben natürlich auch ganz viele, die sagen, ja, ihr habt das Gesetz gebrochen, ist doch klar, dass euch sowas passiert. Nein, das ist nicht klar. Man darf nicht mit so einer Härte davor gehen. Ich stimme dir voll zu und dazu ist auch von mir als Mensch, als Unternehmer ist Hallo Meinung gegründet worden, um einfach zu sagen, das Aussprechen ist der Mülleimer der Seele. Wenn man alles in sich hineinspricht und deshalb mache ich allen Gastronomen und allen Gewerbetreibenden Vorschlag, wenn ihr irgendwas habt aus erster Hand, schreibt uns an. Und Sabine, wir begleiten ja Menschen, die unter der Situation leiden, auch in rechtlicher Natur. Wenn du Hilfe brauchst, ich biete es dir öffentlich an und dazu stehe ich, sind wir auch bereit, etwas mit dir gemeinsam zu tun. Du hast einen Rechtsanwalt eingeschalten. Wenn du Hilfe brauchst, sind wir dazu da, um zu sagen, wir stehen dir da an der Seite. Und das tun wir in Präzedenzfällen, das haben wir schon getan im Friseurhandwerk, das haben wir im Bereich der sogenannten körpernahen Dienstleistung getan. Es sind andere Verfahren am Laufen und das tun wir gerne, weil wir da einfach zusammenhalten müssen. Denn die Herrschaften müssen spüren, dass der Druck so groß wird, dass sie sagen, nee, wir müssen umdenken. Und wir können nicht Methoden aus dem Mittelalter anwenden, wie bei Seuchen und wie bei der Pest, indem wir sagen, ja, bleibt alle zu Hause. Und wenn das ganze Jahr dauert oder bis nach der Wahl, ihr habt euch zu fügen, das kann nicht Maßgabe sein für mündige Bürger. Und wir fühlen uns als mündige Bürger. 100%ig. Ja, vielen, vielen Dank fürs Angebot. Komme ich bestimmt gerne drauf zurück. Eine Bitte noch, Sabine. Hältst du uns und die Zuschauer auf dem Laufenden? Denn der mediale Druck, der muss immer größer werden. Und das wäre klasse, wenn du das machen würdest. Das machen wir auf jeden Fall. Weil jetzt müssen wir da durch, Augen zu und ja, wir werden alle Register ziehen. Das tun wir auch. Sabine, schön, dass du vor die Kamera getreten bist. Grüß mir deinen Mann, möge es ihm gut gehen und grüß mir deinen Sohn und er soll schauen, dass er sein Handy wieder zurückkriegt. Da bin ich gespannt, ne?
Ja, vielen, vielen Dank. Ich melde mich. Sobald was Neues kommt, werde ich auf jeden Fall Bericht erstatten. Dankeschön. Tschüss. Danke dir. Tschüss.